Hey Leute, in der letzten Folge sind wir von Helios geflüchtet, aber das war nur möglich, weil Rhys sich mit seinem Leben dafür eingesetzt hat. Der wiederum wurde dann unter Einsatz des, ja, Lebens kann man fast sagen, von Lolabot gerettet und ins All katapultiert. Jack haben wir scheinbar besiegt, denn Helios stürzt ab und wird auf Pandora zerschellen. So wie wir das auch fast getan haben in unserer Kapsel. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Viel Spaß! Und da sind wir nach unserer Bruchlandung auf Pandora. Lernen wir jetzt unseren Kopfgeldjäger richtig kennen? Oder was passiert? Wir sind übrigens in der letzten Staffel des Spiels, also es kann sein, dass es bald schon vorbei ist. Ich hoffe, die ist nicht so kurz wie die letzten Episoden, Staffeln, was auch immer. Ja, Roboterarm, klärt's. Also wir nähern uns dem Ende, Leute. Und ihr wisst ja, was danach kommt. Danach kommt Game of Thrones, ne? Jejo. Jack? Oh nein, nicht Jack. Oh crap. Ja, man, falsche Versprechungen. Und nichts weiter. Und da ist Handsome Jack und so. Größenwahnsinniger Ex-Kollege. Oh, hier liegt eine Leiche. Wir sind nicht mal im Keller, Leute. Machen wir das Fenster kaputt. Hoffentlich hat Jack hier nichts mehr, was er irgendwie bedienen kann. Hätte er sich hier einfach in das Skelett einsetzen können, das wäre doch... doch niemanden gestört, oder? Oh, wir quetschen uns mal hier durch. Oh, Scheiße. Uiuiuiui. Oh, Vasquez Karre. Alter Falter. Na, da bleibt uns wohl nicht viel übrig, als da durchzukrabbeln, oder? Roboterarm klärt mal wieder. Krabbel, 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 krabbel. Das war Jacks Büro. Leute, oder? Ich meine, die Statuen von ihm standen ja überall, aber doch, da hinten ist sein Stuhl. Shit, ich will hier nicht sein. Oh Mann. Na, guck uns nicht so an, Jack. Wow, pass auf. Könnte meinen, das war Absicht. Ah, damn it. You know, I really like that space station. I don't think insurance is gonna cover this one. Nope. Oh, Rhys, you absolute dick. Look what you done. Du hast mich dazu getrieben. My own two hands. And a couple of hundred expendable workers. How does it feel, Jack? To lose. Again. No. If I'm honest, kid.
Feels pretty shitty. I'm proud of you. Wenigstens so ehrlich. You didn't stop it. Kill me. This is the part where you give me the "we're not so different, you and I" speech again. Oh God, hell no. You're way better at killing people than I am. Hör auf. How many people do you think were on the news, huh? Halt den Mund. Your co-workers that you just eject into space to get rid of me, huh? I guess I'll have to live with that. Yeah. I'll spare you the amount of times I've told myself exactly the same thing. Everyone thinks they're the hero of their own story. Auf so zu lenken. I should have seen this coming. Ever since I came to this nacho-flavored shithole of the planet, I've been betrayed by everybody I gave a rat's ass about. Wir aber nicht. My boss, my girlfriend, hell, my goddamn daughter. Oh, maybe I deserved it. The road to hell is... Ah, ich will das wissen. Daughter betrayed you? No, she didn't have a choice. She killed her mom. She couldn't control her powers. Okay. Second time we found out about her. Bolted. They had a bunch of vault hunters helped her betray me. She killed herself. Ernsthaft? Found out. Again. Was on the Helios database. Could have done without that part. Take a good look around here, Reese. This is what success looks like. You'll see. After a while, you start to measure it by the size of the pile of... Wir sind nicht du, Jack. Wir sind nicht du. Break it down. Build it back up. This was your first step in that. The only way, you'll see. And there's so much to break down before you can build again. I'll find a different way to do things. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Oh nein, er ist nicht wieder in meinem Kopf. You can take me out, you little shit! Scheiße. You ready to do this, Reese? Are you ready to do this? You are not winning this time. No, this will be more of a tie, but it'll be so worth it to watch you die. Komm schon, Reese, kämpf. His leadership. Ich mag diesen Arm, aber wir müssen ihn loswerden, Leute. Zack. Fuck. Wir besorgen uns einfach einen neuen, besseren, mit Laserbeams. Los! Du kriegst uns nicht, Jack! Ein Zombie! Das Mombi! Au! Das war bestimmt unangenehm. Congratulations, kiddo. You get to live another day. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht, Kollege. As long as you've got those cybernetics in you, I'll be sitting here waiting for my chance. Yvette, wir müssen Yvette finden. Die kann das Ding aus uns rausholen. We're past playing games, Reese. Was kann ich machen? Was kann ich? Was? Oh, all I need is time. One day, when you've forgotten all about me, I'll take over your body. Skin you alive. Oh, das ist nicht dein Ernst. Das tut weh zuzuhören. Ich habe eigentlich keine Piep, aber... Ich zieh dich aus meinem Gehirn, du Sack. Shit. No, no, please, please. Please, don't do this. Du bist weg.
Jack. No, Reese. You don't know what it's like. Nein, nicht das Auge. Ekelhaft. Please. Hey. Hey. I'm on my knees here. Au rein, Jack. Please don't tell me back there. Unnötig dich kennengelernt zu haben. It's not like they say. There's nothing. There's absolutely nothing there. Zu spät. Goodbye, Jack. It's over. Oh, Alter, ey. Dich behalten wir. Man weiß ja nie. Können wir den Arm wieder einbauen? Vielleicht? Ich glaube, ja, das kann ich verstehen. Er ist jetzt nur ausgenockt, der Gute. Die große Frage, Leute. What the fuck is mit Vaughn? Oh man, Spiel, Spaß und Spannung in dieser Folge, Leute. Ist ja fast wie ein Ü-Ei. Okay. Ah, das wird Fiona sein, denke ich. Ja. Okay. Really, really big. The beacon made Gordas bigger too, but she can't handle something like this. Wo bist du? I don't know exactly. I'm still in the caravan, but I'm not sure. Holy shit. Look, we gotta do something. Wir sind anscheinend nicht weit entfernt. Scheiße. Oh Mann, das wird. Oh Mann, das wird gar nicht. Oh. Oh je. What? What? Ich glaube, wir sollten gehen. Bitte, Fiona, geh. Oder ach komm. Wir müssen nach unserer Schwester schauen. Scheiße, was ist das? Sascha! Sascha, wo bist du? Sascha! Oh oh. What the fuck bist du? Riesengottes? Gottes, bist du das? Du bist das Monster Gottes? Now just be still and it'll all be over soon. Gottes? Ich wusste es, Gottes wird noch ein Problem. Oder hilft Gottes uns gegen ein anderes Monster? Sascha, wir müssen Sascha finden. August? August, where's Sasha? Damn it. Scheiße, Mann. Oh, das ist ja voll der Holocaust.
Schieß doch nicht auf Gortis, schieß auf das andere Vieh, du blöde Kuh. Wo ist fucking Sascha? Oh man, tut mir leid für die Kraftausdrücke, aber das ist gerade alles überfordernd für mein Gehirn, Leute. Boah, Valerie. Na. Ach du, wo ist deine Sonnenbrille? Where is Sasha? Wouldn't you like to know? Oh, sag mir, wo meine Schwester ist, du Arsch. Aschebecher. She put up quite a fight. Was? Ah, vielleicht brauchen wir die Munition noch. Haben wir jetzt auch noch Sascha verloren? Oh, Valerie, das wirst du mir büßen. Verreck endlich. Deine Haare sehen schrecklich aus. Kick in the face, Mann. Autsch. Aber da müsste doch Valerie jetzt auch was abgekriegt haben. Doch. I'm protecting Gordis. Summoning the Vault brought this monster with it. It's bigger than any I've ever seen. Dann ist es halt so. Nein. It's what's keeping the Vault Guardian here. It's too powerful to take out any other way. Go to hell. I'll never help you. We'll all be there together if we don't do something. Just stay out of my way. Schieß doch auf den Kammerjäger, verdammt. Wir haben das Ding schon mal nicht hochgekriegt, also, sorry, August, aber sie war böse. Gordis, tell me how to help. Wait, the rocket launcher? Okay. Scheiße. Loderbot, Sascha, Gottes, was ist denn los? Komm, heb hoch. Oh fuck. Hab zu schnell losgelassen. Oh, noch mehr. Tut mir leid, Gottes. Es tut mir so leid. Schieß doch auf den scheiß Kammerjäger. Ah, oh, Sascha, du lebst. Trifft doch wieder nicht. Gottes. Und wo ist Zero eigentlich abgeblieben? Warum haben wir den nicht mehr gesehen, frage ich mich.
And just like that, Gordis was gone. Valerie was gone. The vault, the monster that protected it, they were all gone. All we were left with was each other. And the memories of those we lost along Leute, the way. Meine Gänsepille ist gerade überragend stark. All for nothing. All for nothing, sagt sie. Und da wäre die Folge eigentlich von der Zeit her vorbei, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Ende. Wir warten nochmal kurz diesen Ladebildschirm ab. Gucken, was das passiert, weil wenn das jetzt das Ende ist und ein Abspann kommt, dann... Ja, es kam kein Abspann, das Spiel ging weiter und länger als gedacht, also habe ich das Ganze dann doch aufgeteilt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse und hattet Spaß dabei. Es geht auf jeden Fall mega spannend weiter, so viel kann ich euch verraten. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei und lasst mir noch eine Bewertung da. Haut rein!